Zeit des Kalten Krieges. Es hat so eine Systemauseinandersetzung gegeben, also zwischen den westlichen Ländern, also die ein kapitalistisches Modell verfolgt haben, und den Ländern Osteuropas, die ein sogenanntes realsozialistisches Modell gehabt haben. Ich durfte im Jahre 1964 in die Tschechoslowakei fahren, und zwar aufgrund dessen, weil mein Vater ein Widerstandskämpfer gewesen ist, und da war es Usus, dass jedes Kind einmal eingeladen wird. Und ich fuhr eben in die Tschechoslowakei, und da hatte ich das Gefühl, bei meinen Mitkolleginnen, ich fahre irgendwo in ein exotisches Land, wie kann man da nur dorthin fahren? Und ich habe dann dort festgestellt, Jesus, das sind die ganz normale Menschen. Und was das Wunderbare war, das hat mich eigentlich dann sehr geprägt. Ich habe dort zum ersten Mal in meinem Leben Jugendliche aus der ganzen Welt kennengelernt. Afrikaner, Russen, Mongolen, das hat mich fasziniert. Und die Stimmung in diesem Feriendorf war so wunderbar, weil wir haben uns sprachlich, obwohl wir sprachliche Barrieren gehabt haben, wir haben uns alle trotzdem sehr gut verstanden. Was das Eigenartige ist, also beim Grenzübergang wurde mein Koffer sehr penibel kontrolliert, aus dem Zug auch rausgetragen und in der Station durchsucht, ebenso bei der Rückfahrt mit allem, mit der ganzen Schmutzwäsche. Und viele Jahre später habe ich dann festgestellt, diese Reise ist auch von der österreichischen Staatspolizei registriert worden. Ich war vorgemerkt. Für mich hat sich ja Politisierung, Wahrnehmen von gesellschaftlichen Widersprüchen, an alternativen Denken, alternativen Kennenlernen, Schätzen lernen, analysieren, versuchen anzuwenden, sehr, sehr spät überhaupt eingestellt. Also 68 war ich 24, 69, 25, Studienzeit beendet, dann sind diese Dinge wirklich herangekommen. Zum einen habe ich in der vorhin erwähnten Salzburger Studienzeit auch Kolleginnen und Kollegen gehabt, die eben aus der CSSR waren oder aus Ungarn waren, die uns ein bisschen auch wie Exoten vorgekommen sind und dann aber liebe Freunde wurden. Speziell einer, aus Prag stammend, hat uns dann eingeladen. Wir sind Ostern 68 nach Prag gefahren. Und das war für mich umwerfend. Diese Stadt, die an Wien gemahnt oder halt irgendwie so eine alte Kaiserstadt, ganz traumhaft zu entdecken. Das fantastische tschechische Bier haben wir in Unmengen genossen. Ufleko, exakt, ja. Völlig richtig. Also das hat alles Wunder gehabt, fast Frühling war es. Dann zurück und dann August, das war im Sommer, ich war dann in Italien auf einer privaten Reise. Plötzlich über Radio und Zeitungen Einmarsch. Und das war wie die Faust aufs Auge.